Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von Haker Küche und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht aus dem Haker Küchenstudio. Es kocht für Sie Christian Göttfried. Hallo. Steve, was macht man denn heute? Heute machen wir einen Apfel-Zwiebelfond mit einer geräucherten Forelle. Okay. Dazu machen wir ein kleines Tartar aus der Forelle, wo wir die hinteren Abschnitte praktisch dazu nehmen, mit etwas Creme fraiche. Das machen wir auf ein ganzes Stück Pumpernickel drauf, mit eingelegter Kürbis, Radieschen zur Dekoration. Mhm. In letzter Zeit kochst du mir ein bisschen zu gesund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber man sieht es noch nicht. Was darf ich tun, Christian? Wenn du so gut bist, du kannst mal gleich die Schalotten ganz, ganz fein schneiden und danach die Spitzen von die Forellerl. Ja, okay, mache ich da. Sagt man Forellerl? Nein. Und wenn du Spitzerl gesagt hast, also dann wollte ich kontern mit irgendeinem. Die Spitzen von der Forelle. Okay. Ich dachte, ich soll das machen. Ja, ich schneide einen anderen Zwiebel. Das ist für den Zwiebelapfelfond. Aha, okay. Jetzt habe ich das schon so oft zugeschaut, dann Apfelschön ist gar nicht schon, schau. Gesagt und der Schüler geht. Und ich kann, und ich, die Strafe Gottes. Mhm. Und ich kann immer nicht gescheit Zwiebeln schneiden. Aber das wird jetzt aber schon richtig gut. Ja, schau, gell? Sowieso. Langsam wird's. Du gib mir noch drei Stränge Winter noch. Und oh, jetzt habe ich gleich wieder reingeschnitten. Hast du wirklich schnitten? Alles gut. So, wie viel von denen? So 4-5 Schalotten machen wir zusammenschneiden. Nein, das passt leicht, das reicht schon locker. Was nur die Spitzel hast du die gesagt? Die Spitzel, bitte, genau. Wie viel ist Spitzel? Dass man halt die schönen, die schöneren, dickeren von den Schnickel, dass die der richtet man dann so an. Genau, kannst du ein bisschen mehr zurücknehmen. Nehmen wir da ein bisschen Olivenöl. Schwitzen da ein bisschen Zwiebeln. Und einfach klar schneiden. Also das kann schon fein sein. Also. Ja, ja. Sonst hätten wir es durch einen Fleischwurf lassen. Was man auch kann, aber was natürlich gut. So? Eine Spur feiner, wenn es noch geht. Was ist feiner? Kleiner, meinst du? Genau, feiner, kleiner und ein bisschen exakter. Ja, bitte, so machen wir mal. So gut. Weil das ist dann auch zum Essen gut. Mhm. Also praktisch ganz gleich wie die drunter. Kenn mich aus, exakter. Na gut. Nein, das ist dann wichtig, weil sonst kann man es ins Tartar, sonst bricht das Tartar dann so. Ja. So, ein bisschen eine Gemüsebrühe. Soll ich das mischen? Ja, das kannst du mischen, da wird ja vorhin schon. Aber bitte nicht alles an Zwiebeln. Okay. Von Zwiebeln ungefähr 10%. Okay. Den Rest kannst du dann da reinschmeißen. Bei dir reinschmeißen? Genau. Da jetzt reingeben wir ein bisschen an Essig. Den Zwiebel haben wir da in den Fond mit rein. Mhm. Wow, das riecht gut. Wow, was ist denn das? Das ist das der Essig, der so. Mhm. Weißwein Essig? Oder was ist das? Super. Das kleine, kleine Weinkunde, die roten Sorte. Alles in Ruhe. Ja, genau. Also, was war das jetzt? Das war. Ich mische so Weiß- und Rotweinessig immer gern zusammen und dann dazu ein bisschen Wacholderbeeren und Lorbeeren. Gut. Etwas eingelegten Kürbis. Aha. Den haben wir schon seit 3 Wochen jetzt so, das ist nur von der alten Sendung. Nein, plötzlich. Ein bisschen an reduzierten Weißwein. Es gibt eine ganz schöne Säure. Jetzt das aber schon. Reduziert. Das jetzt, darf so sein. Der muss so sein. Okay. Und das lassen wir jetzt einfach ganz leicht erzählen. Bei dem Tartar darf ich noch irgendwas dazugeben? Ja, ein bisschen Creme fraiche bitte. Mhm. Jetzt ist wichtig, dass das ein bisschen auf Zeiten stellen, weil die Äpfel, die sollen einen schönen Biss einfach da drinnen noch grillen. Und das riecht man dann am Schluss mit an. Mhm. Und das riecht wirklich gut. Nur was dazu? Ja, da kommt jetzt dazu der grüne Pfeffer, den ich da vorhin hingestellt habe. Ja, kommt der als Ganzes rein oder? Den kannst du ganz leicht zerdrücken, weil du brauchst 2 oder 3, Dings, der ist relativ scharf. Also nur 2 oder 3 Kugeln? 2 oder 3 Kugeln, genau. Mhm. Ein bisschen Piment Espelette. Was ist dieses Piment Espelette eigentlich? Das ist praktisch scharfes Paprikapulver aus Südspanien. Okay. So,
dann nehmen wir die Soße davon, so Perlenzwiebeln. Da können Sie auch so kleine, fertig eingelegte Perlenzwiebeln nehmen. Wir haben jetzt die einfach gekocht, also Bananenschalotten. Die sind einfach auch nur mit ein bisschen Zucker und mit das Weißwein auch reingekocht. Mhm. Die Perlenzwiebel strahlen wir da rein. Es gibt mir einen ganz super Geschmack. Was können die stattdessen nehmen, wenn ich das nicht daheim habe? Die normalen kleinen Perlenzwiebeln, was es einfach eingelegterweise gibt. Kann ich irgendwas anderes statt denen nehmen noch? Statt Perlenzwiebeln? Ja. Das, ja, eingelegte Schalotten oder Sie können es auch, wenn's, oder wie meinst du das jetzt, wenn du keine Zwiebeln magst? Ja, nein, aber man kann die eingelegten. Zum Beispiel, ich mag diese eingelegten Zwiebeln eigentlich nicht. Okay, dort passen sie jetzt aber sehr gut. Okay, mhm. Gut. Was diskutiere ich eigentlich mit dir? Man kann es aber auch weglassen. Danke! Das wollte ich hören. Ja, sehr gut. Wie schaut das aus bei dir schon? Hast du schon probiert? Nein, aber ich weiß nicht, ob da noch Salz oder Pfeffer dazu gehören. Es ist natürlich relativ geschmacksintensiv schon, weil ja die Forelle ja schon sehr recht intensiv salzig ist. Ja. Probier es einfach einmal. Mhm. Mhm. Gut. Ist schon okay, gell? Super. Hast aber noch ganz bisschen Säure da bei dir dazu. Mhm. Und dann kannst du vielleicht noch ganz wenig Dill reinstellen, aber wirklich nur ein paar Spitzer. Mhm. Den Rest von der Forelle, den legen wir sie jetzt da einfach in den warmen Sud. Wichtig ist, wenn Sie die Forelle jetzt kaufen, fertig, also können Sie das selber machen, dass einmal auf der oberen Seite drüber fahren und schauen, dass keine Gräten mehr drinnen sind. In dem Fall sind keine drinnen, das ist sehr gut. Das Grätenzupfen ist nämlich ganz schön anstrengend. Lustige Arbeit. So. Schau, das schaut jetzt auch gut aus, finde ich, da in unserem. Das muss jetzt aber nicht mehr viel köcheln, oder? Gar nicht, weil das eh schon so durch ist. Ja. Okay. In Wirklichkeit fangen wir es dann an. Das heißt, in Kürze richten wir an. Für Sie zu Hause gibt es eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da mit Oberösterreich kocht. Danke. Christoph Gallner und Ernst Weyerbeul sind Hobbyköche. Beide haben eine Gemeinsamkeit, sie essen gerne. Oft fehlt die Zeit, das zuzubereiten. Da entstand die Idee, vorzukochen. Nach der Geburt unserer beiden Söhne haben wir dann gesagt, irgendwie bleibt keine Zeit mehr über, damit wir sie wirklich selber was machen. Und so sind wir eigentlich dann ein bisschen in das eine geschlittert, dass wir gesagt haben, kochen wir selber ein bisschen was vor und so weiter. Und dadurch, dass wir eigentlich als Freunde immer ganz gern zusammengearbeitet haben, haben wir dann gesagt, naja, eine Idee hätten wir arbeiten gern zusammen, probieren wir einfach mal was. Und so ist dann eigentlich die Idee gerne kochen entstanden. Die Niederneukirchner machen aus Fleisch und Gemüse Suppen. Die Rezepte sind gemeinsam mit ihren Omas entstanden. Ist die Suppe fertig, wird sie verkostet. Ich denke, passt perfekt. Und in Gläser gefüllt. Danach im Wasserbad haltbar gemacht. Das passiert in diesem Kessel. Damit die Gläser eben ungekühlt haltbar sind, kommen uns da rein. In ein Wasserbad mit ca. 110-115 Grad wird das Glas erhitzt über eine bestimmte Zeit. Und durch diesen Vorgang unter Druck haben wir dann ungekühlte Haltbarkeit von mehreren Monaten. Die Suppen und Soßen sind ohne Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe. Kürbiscremesuppe, Gulaschsaft, Chili con Carne. Naja, das Gute an Gernekoch ist ja, dass du in 2 Minuten ein fixfertiges Essen hast. Und das Ganze nur mit super Rohstoffen aus der Region. Wir kaufen das bei unseren Bauern ein. Du brauchst es eigentlich zu Hause nur mehr aufdrehen, austeilen, 2 Minuten im Topf warm machen und natürlich am Teller dann, so wie man es will, selber anrichten, selber garnieren. Im Zweimannbetrieb wird alles selbst gemacht: Suppe kochen, Homepage aktualisieren und etikettieren. Derzeit wird an neuen Rezepten gearbeitet. In die Richtung vegan, vegetarisch, gerade im Bereich Kartoffelgulasch sind wir was zu machen, Kartoffelsuppen in die Bereiche, aber auch im Bereich Süßspeisen sind wir gerade ein wenig am Experimentieren, dass wir vielleicht da die eine oder andere Neuigkeit in der Wintersaison auf den Markt bringen können. 9 Produkte sind es aktuell. Läuft es nach Plan, kommen pro Jahr 2 neue dazu. Jahre Maximarkt und Sie bekommen die Geschenke. Jubiläumspreise die ganze Woche lang. 25% auf alle Biere. Zum Beispiel Zipfer Märzen, Aktionspreis per Kiste 16,40 Euro minus 25%, das sind nur 12,30 Euro. Maximarkt!
Oberösterreich kocht, wird Ihnen präsentiert von Haker Küche und Maximarkt. Willkommen zurück bei Oberösterreich kocht aus dem Haker Küchenstudio. Es kocht für Sie Christian Göttfried und wir sind schon ganz gut da im Timing. Ja, sehr gut schaut das aus. Heute, wie gesagt, machen wir eine Räucherforelle in einen Apfel-Kürbis-Zwiebelsud. Dazu machen wir so aus den Abschnitten ein kleines Tatar. Streichen wir bitte gleich direkt auf so einen Pumpernickel. Pumpernickel gibt es entweder in so einer runden Form oder in einer eckigen Form. Können Sie nicht damit ausstechen, oder wie es wollen. Wie viel ist da drauf? Oder das passt gut. Schau, ich habe das Stecker da mitgenommen. Ah, schau her. Leg mir den Aufstecher ganz kurz drauf. Jetzt kannst du mit dem Äpfel so bestupsen. So. Und dann können wir es mit einem Radieschenscheibe. So. Voll schön, das kann ich mal dann so einen kleinen Zucchi und einen kleinen Dillzweig. Okay. Und dann können wir es schon wieder anrichten. Entschuldigung. Sehr gerne, alles wieder gut. So, und bevor ich es vergesse, es gibt wieder was zu gewinnen, und zwar einen 50-Euro-Gutschein vom Maximarkt. Schreiben Sie uns, warum gerade Sie diesen Gutschein gerne hätten. Wir freuen uns über sämtliche Zuschriften, ob per Mail oder als Postkarte. Und ich wünsche ganz viel Erfolg beim Mitspielen. Und jetzt... Soll ich das Bärzwiebel bei dir rauslassen? Nein, ich würde es jetzt kosten, weil wenn du sagst, das ist gut, dann ist es wahrscheinlich auch gut. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Außerdem, was bleibt bei anders übrig? So. Jetzt müssen Sie natürlich beim Anrichten aufpassen, dass da die Wacholderbeeren und die Lorbeeren nicht dazu aufhören. Okay. Das kannst du nicht selber merken, weil das schmeckt nicht gut. Ein bisschen an Dill, einen schönen Zweig in die Mitte. Und der besten Anrichterin, die ich kenne. Ich weiß es. Und das Zauberhafte? Legen wir einfach da auf die Seiten drauf, schau. Und das war's. Und das war's. Zack, bumm. So schnell geht das. Und jetzt kommt das Lieblingsding. Mein Lieblingsding auf alle Fälle. Vorab schon mal ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Alle Rezepte finden Sie zum Nachkochen auf lt1.at. Ich sage Mahlzeit, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, ganz ehrlich. Aber auch nur wegen den Bärzwiebeln. Geht's los? Jetzt wissen Sie, wie uns das sehr andruckt, die Bärzwiebeln. So, ich meine die Bärlen jetzt als Jahr. Ja, ja, da, alles da. So. Super gut. Auch die Kombi mit Apfel und Kürbis und ist super gut. Es gibt einfach so Sachen, da weiß man ganz genau, was man einfach irgendwann einmal so braucht. Und es ist jetzt so im Herbst, dann ist einfach so Gerichte, da schmecken die Sachen einfach am besten. Alles gibt es direkt bei uns in Oberösterreich, was wir da verkocht haben heute. Super. Das ist jetzt die Bärlzwiebel? Nein, das ist jetzt ganz was anderes. Probier's einmal und dann sag ich's dir. Was ist das? In Wirklichkeit ist es jetzt kein Bärlzwiebel, sondern es sind jetzt nur so Bananenschalotten. In Wirklichkeit eingelegt wie Bärlzwiebel. Schmeckt gut. Ja, doch, doch. Sehr gut ist. Danke. Doesn't make you wild.